dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Moin und es heißt wieder Flachlandradler, wie immer unterwegs. Heute auf der zweiten Etappe auf dem Weser-Harz-Heideradweg. Ja, wie ihr seht, schönstes Wetter. Die Sonne scheint, letzte Nebelschwaden da hinten, die werden auch noch verschwinden. Aber es ist ein frischer Morgen, ich bin ja auch früh aufgestanden oder früh losgefahren. Um 6.30 Uhr los, ja, da unten im Tal, 2 Grad, Bodenfrost. Ganz schön kalt, aber mir wurde schon warm. Ich musste hier schon den ersten Berg hoch. Ja, und heute steht der Harz auf dem Programm. Aber ich würde sagen, allerbestes Wetter dafür. Oh, herrliche Aussicht hier. Was für ein Aussichtspunkt schon wieder. Ich ja schon wieder begeistert. Oh, kein Flachland, sondern mal ein paar Hügel. Und obendrauf, ja. 1000 Höhenmeter sind heute, ja, über 1000 Höhenmeter. Über 100 Kilometer. Ja, und das werden keine einfache, also wie gesagt, der Harz. Ui, aber bei dem Wetter wird es richtig Spaß machen. Ja, und ich würde auch sagen, es wird auch schöne Bilder geben bei diesem Wetter. Also, dann wünsche ich mal viel Spaß dabei beim zweiten Teil vom Weser-Harz-Heideradweg. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Mann, ist das herrlich hier zu fahren. Guckt euch das an. Wow, das ist doch echt die beste Zeit jetzt. Ab jetzt Ende April, ja, Mai. Also dieser Vollfrühling jetzt, das ist so herrlich. Es ist zwar noch richtig kalt, noch hat die Sonne nicht so viel Kraft. So gerade war mal eine kurze Strecke, so ein Kilometer im Schatten. Da war es bitterkalt. Ui, aber jetzt, ja, im Rücken habe ich sie jetzt mal, merkt so ein bisschen, die kriegt immer mehr Kraft. Oh, ich freue mich auf die nächsten Kilometer. Es geht jetzt Richtung, ja, Rummequelle. Das ist das erste große Highlight, würde ich sagen. Da bin ich nun hier an der Rubequelle, eine Karstquelle. Ja, ist wunderschön. Klares Wasser, so ein Blauschimmer in der Sonne. Ganz toll. Ja, so circa 2 Kubikmeter plus minus kommen hier pro Sekunde raus. Man sieht das ein bisschen kräuseln oben an der Wasseroberfläche. Ja,
richtig schön. Und es ist so eine schöne Stimmung, so früh am Morgen. Niemand hier, Rastplätze hier vorhanden, Informationstafel natürlich auch. Ja, hier mache ich meine erste Pause. Über 20 Kilometer sind schon vorbei. Oh, wunderbar ist das hier. Also die Strecke bis hierhin war auch wieder toll. Also wunderschön. Also das ist ja echt klasse gewesen bis hierhin. Auch schon heute. Aber gleich geht's weiter Richtung Herzberg. Ja, da taucht also gleich der Harz vor mir auf. Aber hoch geht's noch nicht. Erst wenn ich in Osterode ankomme, dann geht's hoch zur Sösetalsperre. Ja, und dann geht es in den Harz. Aber noch habe ich ein bisschen flach. Mache hier erstmal eine gemütliche, schöne Pause und dann geht es weiter. Herzberg bin ich jetzt durch, war etwas konfus, Großbaustelle. Ich muss jetzt hier die Landstraße entlang fahren. Das ist auch der eigentliche Weg, aber es ist halbzeitig gesperrt. Aber dadurch ist weniger Verkehr, richtig toll dadurch. Mal sehen, was das wird. Ja, die Strecke wieder war toll. Auf dem Bahntrassenradweg bin ich hier reingekommen. Ja, Welfenschloss war nicht viel zu sehen, war eingerüstet. Naja, okay. Aber hinter mir, also hinter euch, ich schaue hier gerade auf den Harz, der Anfang. Ich fahre hier noch etwas entlang. Harz-Rundweg geht etwas oberhalb vom letzten Jahr. Der war auch sehr schön. Ich fahre jetzt hier unten an der Straße. Ja, aber bis Osterode wird es wohl so weitergehen. Aber dann fangen die Steigungen an. Ich habe noch 73 Kilometer. Wie spät ist es? Schauen wir mal. 9.20 Uhr. Schön früh. Hab viel Zeit, um die Höhen zu bewältigen. Das Wetter ist klasse. Jacke ist aus, Handschuhe sind aus, die Sonne brennt. Ja, eincremen ist auch ganz wichtig heute. Da muss ich auch voll drauf achten. Aber oh, einfach nur klasse. Weiter geht's. Ich kann gar nicht aufhören zu filmen. Es ist einfach zu herrlich. Es ist echt wunderherrlich hier. Ah. Now
da bin ich schon wieder mittendrin in Osterode, hier in der Nähe vom Kornmarkt. Ja, gerade eben hat es ja ordentlich geläutet. Ja, der Gottesdienst beginnt. Ach, Mann, war ein Krach. Aber jetzt geht's weiter. Es geht weiter Richtung Sösetalsperre. Bergan natürlich, ist klar, jetzt geht's richtig rein in den Harz. Das einzig Gute, die Bundesstraße ist gesperrt. Ja, wegen der Baustellen an der Sösetalsperre, da wird auch nicht gebaut, ist die Straße gesperrt, aber Radverkehr darf durch. Ja, den Weg habe ich nachgelesen. Ich hoffe, das stimmt auch. Und das, ja, wird doch einfach nur wunderbar bei dem Wetter. Ja, der Packesel steht neben dem Packesel, aber es geht weiter. Wow, ich bin echt gut drauf. Das Wetter macht auch noch ein bisschen mehr aus. Schade, dass gestern nicht war, aber jetzt geht's. Ja, Söse, Talsperre, Klausthal, Zellerfeld, 14 Kilometer. Oh, ja, das wären jetzt anstrengende Kilometer. Also, auf wie geht's. Staudamm ist erreicht. Ja, hier war ich ja schon letztes Jahr bei meinem Harzrundweg, aber wunderbar, Wattenwetter. Herrlich. Ja, ist doch ein gutes Plätzchen hier, um mal jetzt eine ausgiebige Pause zu machen. Und jetzt sieht man auch wieder alles, was kaputt ist, was kahl ist. Ja, hatte ich ja schon ein bisschen auf dem Harzrundweg, aber jetzt fahre ich mal richtig rein. Wie gesagt, vor etlichen Jahren war ich das letzte Mal davor. Da war noch alles gut bewaldet. Und nun, naja, es kommt da wieder. Ja, dafür hat man dann mehr Aussichten. Aber das ist auch schon eine tolle Aussicht. Ich würde sagen, ja, sehr gut gefüllt. Der Winter hat gut zugeschlagen. Aber ganz voll ist es nicht. Aber egal. Aber hier ist ein schönes Plätzchen. Boah. Da gibt es erstmal ordentlich Pause. Einfach nur wunderherrlich. Ist das klasse. Es sieht natürlich nicht so gerade schön aus, aber es hat auch wieder was. Man sieht die ganzen Hügel jetzt da oben. Die Hütte kann man sogar jetzt sehen, die ist völlig frei.
Ja, ein gutes hat es auch. Ich muss hier nicht im kalten Schatten fahren. Und ja, und der Wald wird sich erneuern zum richtigen Wald. Ja, das wird zwar ein paar Jahrzehnte dauern, aber dann sieht es wahrscheinlich irgendwann mal wieder grün aus, aber nicht so, wie es vorher war. Es ist schon komisch. Ja, ich weiß, wie es hier ausgesehen hat. Alles dicht bewaldet, man konnte nicht weit gucken. Ja, aber jetzt, ja, und die sind immer noch am Holz rausholen. Hier stehen immer noch Berge, Holz an der Kante. Die Wege sind etwas zerfahren und matschig, aber egal. Hier fahre ich jetzt durch. Ja, ich habe jetzt fast genau die Hälfte noch, knappe 57 Kilometer noch bis Goslar. Mein Ziel für heute, es ist jetzt 20 nach 11, also noch richtig früh. Also geht es gleich wieder bergauf am Ende des Sees. Aber ruhig und sinnig und genießen, genießen, genießen ist die Devise heute. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind. So, ich riskiere es ab jetzt kurz. Boah, es ist echt warm. Aber nur mal hochfahren, glaube ich. Aber egal. Bui. Ja, so ein leichter, kalter Gegenwind ist das schon, aber komm so ins Schwitzen. Also ab jetzt kurz. Sommerfeeling. You've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Ohne Worte. Ich glaube, es ist die richtige Zeit, im Harz zu sein. Ja, mit den toten Bäumen sieht es natürlich nicht ganz so toll aus, aber man hat hier Panorama ohne Ende zurzeit. Unfassbar. Das kann man einfach nur genießen. Also kann ich nur empfehlen. 10 Jahren oder so, dann wächst du langsam wieder in den Wald hoch und dann ist das alles verschwunden mit diesem Panorama. Also ich würde sagen, jetzt nutzen die Zeit. Einfach unfassbar, wie weit man jetzt rausgucken kann. Unglaublich. Naja, ich muss langsam weiter. Ich halte irgendwie jede 10 Meter hier an und gucke mir alles hier an. Wahnsinn. On your mind, life is gone.
looking for the answers, and you'll find what you've got. Und schon wieder ein Highlight, das ist der Hüttenteich, kleiner Stausee, kurz vor Clausthal, Zellerfeld. Ach, ich muss es nutzen für eine Mittagspause. Oh, ich habe einen kleinen Thunfischsalat dabei. Den werde ich jetzt aufessen. Hier kommt nicht so ganz der Wind an. Richtig schön warm. Wow, schon fast Sommerfeeling. Einfach unglaublich. Ist so herrlich. Aber erstmal Mahlzeit und dann geht es weiter in die Stadt Clausthal-Zellerfeld. Oh, schauen wir mal. Also Wahnsinn hier wieder. Unglaublich. Gonna cry when you're gone. Da ist der Brocken. Gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Clausthal-Zellerfeld ist erreicht. Ich stehe hier vor der San Salvatoris-Kirche. Oh, markantes Gebäude hier. Wow, schöner Weg wieder, aber etwas hobbelig. Es war ein Bahntrassenradweg. Oh, der Panoramaart, würde ich sagen. Links und rechts konnte man natürlich viel gucken. Der Brocken war mal ganz kurz zu sehen. Aber richtig herrlich. Ja, bergab ist es doch frisch. Aber hier, wenn man hier so steht, kein Wind, plötzlich ist es wieder warm. Ja, aber weiter geht's gleich durch Clausthal-Zellerfeld weiter und dann geht's wieder bergab. Gleich kommt dann auch noch wieder ein Stausee. Innerste Stausee ist der nächste, vielleicht das nächste große Highlight. Mal sehen, ob da noch was zwischenkommt. Also ich bin begeistert, ein richtig toller Tag. Ja, aber einfach nur grandios. Also kann's so weitergehen, hoffe ich wenigstens. Also weiter geht's. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. This place where we grew up, this old town, just leave it all behind.
Ah, gerade wieder schöner Radweg, aber ich muss sagen, es ist kalt geworden. Hier zieht ein eiskalter Wind hoch. Ich habe mich wieder lang angezogen, lange Hose, lange Pullover. Wow, aber trotzdem schön, aber echt kalt, ungewohnt. Ich fand es oben wärmer. Ich bin nämlich schon bald unten an der Innerstadt-Stausee. Wow, aber richtig tolle Zahl hier auf dem Bahntrassenradweg. Wunderbar. Das ist jetzt der innerste Stausee. Boah, das glitzert so schön. Super, aber damit ist auch der Harz, die Harzdurchquerung so gut wie beendet. Wir waren nicht mehr weit, dann komme ich raus und dann geht es rüber nach Goslar. Es sind noch 11 Kilometer, also nur ein Katzensprung eigentlich von der ganzen Tour. Ja, war wunderbar, auch hier wieder. Tolles Panorama, bestes Wetter. Wow, aber echt ein kalter Wind hier hoch. Unglaublich. Ja, es sind nur 13 Grad in Goslar. Das täuscht alles noch. Naja, Handschuhe brauche ich ja noch nicht, aber es war schon knapp wieder die Jacke wieder auch noch anzuziehen. Na, vielleicht ist es jetzt noch vor dem Harz, an der Harzkante, wo ich gleich längs fahre. Ein bisschen wärmer noch, die letzten 11 Kilometer. Und dann war es das auch schon wieder. Ein schöner Tag geht zu Ende. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Naja, weiter geht's. Naja, eine Snackpause mache ich hier noch. Mitten in Goslar, ja, hier ist die Hölle los, verkaufsoffener Sonntag, schönstes Wetter, da sind die Leute da. Ja, 111 Kilometer bin ich gefahren, etliche Höhenmeter, wunderbare Höhenmeter. Es war ein schöner Tag, muss ich sagen, echt klasse, also ich kann es nicht besser sagen, ein richtiger toller Panoramaradweg, muss ich sagen. War eine schöne Strecke über den Harz, ja, es waren ein paar steile Strecken dabei, aber ich habe es geschafft. Nun stehe ich hier mitten in Goslar, ja, und habe es fast geschafft. Ich habe ja nur noch morgen bis Braunschweig, das ist nicht mehr so weit. Ja, leider keine, ja, 60 Kilometer so ungefähr, das ist nicht mehr viel. Ja, dann bleibe ich hier eine Nacht, lass es mir hier nochmal gut gehen und dann geht es morgen nochmal weiter im nächsten Teil. Ihr habt es gesehen, eine sehr schöne Strecke. Ja, jetzt geht es fast wieder ins Flachland raus. Aber ich kann sagen, ein wirklich toller Radweg. Ich wiederhole mich. Tolle Strecken, tolle Panoramen. Aber ich muss sagen, ja, für E-Bike ist das vielleicht ein bisschen besser geeignet. Also ja, hobbelig waren die Wege zwar, aber Mountainbike braucht man dafür nicht. Also auf gar keinen Fall. Die Steigungen waren immer noch moderat. Das Höchste, was ich gesehen habe, war 9%. Mal so auf 1 Kilometer. Aber dann die Panoramen haben für alles entschädigt. Also das war unglaublich. Ja. Also ich bin
Ja, 17:30 bin ich jetzt, bin ich schon lange unterwegs, 11 Stunden. Ganz ruhig und sinnig. Ja, und dann war es das für hier. Ja, hoffentlich hat es dann gefallen. Hat bestimmt sehr tolle Bilder gegeben. Ja, also dann bis zum nächsten Teil. Tschüss, moin moin, euer Flachlandradler Thorsten. Keine Tränen für uns, weil wir Glück bringen, wir wachen.